Herzlich willkommen zur zweiten virtuellen Baustellenführung in der Martinskirche in Möhringen. Unsere Orgel hat inzwischen einiges an Substanz dazu gewonnen, da können wir nachher auch noch mal reinschauen. Das Allerwichtigste ist aber, unsere Orgel atmet jetzt, der Blasebalg ist angeschlossen. Wir haben jetzt Wind. Wir machen das einmal für Sie an. Und jetzt könnte man theoretisch spielen. Wir sind jetzt hier am Spieltisch. Man kann ganz wunderbar sehen, dass der jetzt unter Strom steht, sozusagen. Hier oben ist die Anzeige, wo man sich in den gespeicherten Kombinationen befindet. Und hier unten sind die verschiedenen Bedienknöpfe. Beim Anmachen fühlt man sich unglaublich erinnert an die 80er Jahre Fernsehserie Knight Rider. Das ist wie dieses rote Lauflicht an dem Auto kommt, das hier in Blau. Ich finde es irgendwie cool. Also, langer Rede, kurzer Sinn. Wenn ich hier diese Sequenzertaste vorwärts, rückwärts bewege, dann bewegen sich die Registerzüge. Das ist dann nachher zum Steuern der Klangfarben, die ich vorher einspeichern kann, gedacht. Diese Registerzüge bewegen jetzt auch schon die Schleifen in den Windladen der Orgel, aber es stehen noch keine Pfeifen drauf, deswegen kann man, wenn ich das hier tue, noch nichts hören. Außer Luft. Ich stehe jetzt hier auf der Windlade des Hauptwerks vor dem Schwellkasten des dritten Manuals. Was man hier schön sehen kann, sind die Jalousien des Schwellwerks, mit denen man bewirken kann, dass der Klang lauter wird, wenn sie offen sind, oder leiser wird, wenn man sie schließt. Das geht vom Pianissimo bis zum Fortissimo über diese Türen. Die Bewegung dieser Jalousien wird vom Spieltisch aus mit Fußhebeln gesteuert und die Übertragung dieser Bewegung geht rein mechanisch über dieses Gestänge. Das sind ganz wunderbare Klangeffekte, die wir hier zu erwarten haben. Jetzt sind wir im Gehäuse des Schwellwerks und ich übernehme jetzt einmal die Aufgabe der Orgelpfeifen. Und zwar singe ich jetzt hier aus dem Kasten raus, einmal durch die offenen Jalousien. Na! Und einmal durch die geschlossenen Jalousien. Na! Ob es tatsächlich einen Effekt hat, müsste uns jemand sagen, der in der Kirche ist, aber die ist ja zu. Diese schwarzen Lametta-Fäden hier vor mir sind Teile der Mechanik, die übertragen die Spielbewegungen des Spieltisches hier nach oben in den Schwellkasten des Positivs. Der ist eine Etage über uns in etwa 6 Meter Höhe. Ich bin jetzt sozusagen im Souterrain oder im Kellergeschoss der Orgel auf der Technikebene. Hier ist jetzt die fertiggestellte Traktur für das Schwellwerk. Hier sieht man, wie von hinten kommen dann waagrecht die Steuerbefehle hier an und werden über das Wellenbrett auf die gesamte Breite der Windlade verteilt. Auf Deutsch übersetzt, die Tasten am Orgelspieltisch sind ja sehr nahe beieinander. Und die Pfeifen stehen viel weiter auseinander, als die Tasten im Spieltisch sind. Deswegen muss man eine Mechanik bauen, die diese Bewegung von der kleinen Taste auf die große Breite von der ganzen Orgel überträgt. Ich habe die Kamera jetzt nochmal selbst in die Hand genommen, um zu zeigen, wie es sich ungefähr anfühlt, wenn man hier in der Orgel inmitten der Mechanik sitzt. Man ist einfach nur umgeben von Mechanik höchster Güte und Präzision. Es ist unfassbar toll hier. Hier unten haben wir noch einen der Ausgleichsbälge, die dafür sorgen, dass wenn man laut spielt, der Orgel nicht die Puste ausgeht. Wenn man einmal die Chance hat, in einer Orgel zu sitzen, während sie gespielt wird, dann sollte man das unbedingt tun, denn man hat wirklich das Gefühl, in einem lebendigen Wesen zu sitzen.
und wir werden jetzt nicht filmen, wie ich hier rausklettere. Und hier stehe ich vor Vorboten großer Ereignisse. Hier sind die ersten Innenpfeifen der Orgel angeliefert worden und warten auf ihre Intonation und ihren Einbau. Das machen wir dann aber im dritten Video. Jetzt legen wir die Orgel erstmal schlafen. Ich wünsche alles Gute, bis zum Wiedersehen und freue mich drauf. Tschüss.